Ach du Scheiße, was war das bitte für ein Artikel von Coindesk? Heute gehen wir zusammen über den Artikel von Coindesk durch. Schau mal, was alles gut und was alles schlecht ist und wo vielleicht Coindesk noch ein bisschen mehr Arbeit hätte reinstecken können. Mein Name ist Max, ich mache deutschen Kosmos-Content. Wenn du nichts mehr verpassen willst, lass mir ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein ins Video nach dem Intro. Und damit willkommen zurück zu einem weiteren Video. Coindesk hat einen Artikel über Kosmos rausgebracht und das sieht ziemlich blutig aus. Heute gehen wir mal zusammen durch den Artikel durch. Natürlich ist dieser auf Englisch, dementsprechend habe ich euch alles übersetzt, in der PowerPoint zusammengepackt und da gehen wir jetzt zusammen durch. Und ich bin nicht immer der Meinung von Coindesk, dementsprechend gebe ich auch mal ein bisschen so Feedback zu dem, was sie geschrieben haben, ob das so stimmt, ob das nicht stimmt. Ich habe das Ganze auch mit Michael von CryptoC2 besprochen. Er sieht ähnlich, dass ebenfalls Schwachstellen im Artikel drin sind, aber dazu gleich mehr. Es ist auf jeden Fall schon mal ein hinreißender Titel. Once a Pioneer Cosmos Blockchain Project Faces Existential Crisis. Das heißt so viel wie, früher war Kosmos ein Pionier und heute haben sie wirklich Schwierigkeiten, nicht auszusterben. Und das liegt einfach auch an Terra, das kollabiert ist, neue Competition in Ethereum und auch andere Möglichkeiten gibt es mittlerweile für Interoperabilität. Dementsprechend lass uns keine Zeit verlieren und direkt reinstarten in die PowerPoint. Gehen wir mal hier rein und so. Kosmos hat das Ziel verfehlt. Coindesk-Artikel über Kosmos und die steigende Konkurrenz. Ich muss ehrlich sagen, die Überschrift, wie gesagt, ist der absolute Brüller. Natürlich immer bei sowas ein bisschen mit Vorsicht genießen. Überschriften müssen einfach dafür sein, dass Leute das lesen. Dementsprechend hier der Artikel, wie schon gesagt, und Anfänge in Krypto. Wie hat das Ganze angefangen? Was haben wir denn in Krypto so gesehen und wie konnte es passieren, dass Kosmos ein Pionier wurde? Und der Paradigmenwechsel zur Multichainverse. Das heißt im Endeffekt, wie hat Krypto angefangen und wie kam der Paradigmenwechsel zur Multichainverse? Dementsprechend am Anfang war der Fokus immer auf Chain-Maximalismus. Was heißt das? Eine Chain wird es geben, die alle anderen unwichtig machen wird. Zum Beispiel Bitcoin wird für immer die einzige Blockchain bleiben, wo man gescheit Transaktionen für Value machen kann. Und genau so ging das dann halt voran, dass immer es eine weitere Chain gab, die sagt, hey, wir werden alle anderen Chains unnötig machen. Fokus lag darauf, die Krypto-Community von einer Chain zu überzeugen, wie zum Beispiel Bitcoin, Ethereum, Cardano. Es gibt immer noch Maximalisten, die einfach sagen, hey, das ist die beste Chain und sich gar nicht auf andere einlassen. Nun ist die Mehrheit davon überzeugt, dass es eine Multi-Chain-Zukunft geben wird. Wenn man mittlerweile mit Leuten spricht in Krypto, sagen alle, es wird mehrere Chains geben und jede wird seinen eigenen Use Case haben, aber alle sind davon überzeugt, dass wir Kommunikation zwischen diesen Blockchains brauchen. Und da war Kosmos wirklich damals einer der größten Pioniere. Sie haben 2014 angefangen, 15 angefangen. In meinem letzten Video, wo wir Polkadot verglichen haben mit Kosmos, habe ich die ganze History auch ein bisschen aufgegliedert. Und da ging es einfach 2016 los, schon mit einem White Paper für das Ökosystem. Und damals war Kosmos mit den App-Chains, also mit einer neuen Perspektive für Krypto, extrem früh. Proof of Stake, eines der ersten Proof of Stake Blockchains, die auch einen extrem krassen Konsensusalgorithmus entwickelt haben. IBC als wirklich aktuell den besten Standard für Interchain Communication, also das heißt, um zwischen Chains zu kommunizieren. Und der Tech-Stack, also Cosmos SDK, war damals revolutionär. Man konnte innerhalb von wenigen Wochen eine eigene Blockchain aufsetzen, was damals eine wirklich krasse Neuheit war, denn dort hat man mindestens mal 1-2 Jahre an einer Blockchain gearbeitet und hier ging das Ganze wirklich schnell. Das heißt, der Anfang in Krypto war für Kosmos absolut, ich bin der Pionier und ich kann allen viel voraus haben. Und wie konnte es passieren, dass Kosmos von diesem Weg abgekommen ist und nicht mehr so stark vorne ist? Zum einen hatten wir Terra. Terra hat ein riesiges Liquiditätsloch in Kosmos System reingeschlagen. Das heißt, da wurde ordentlich Geld vernichtet. Zukunftsvorstellungen und Diskussionen in Kosmos, die den Fortschritt hemmen. Es gibt wenige Blockchains, die ein so gut funktionierendes Governance-Protokoll haben wie Kosmos. Das sorgt aber auch dafür, dass jeder Mitspracherecht hat. Und dadurch, dass jeder damit abstimmen kann, der Coins hält, kommt es halt manchmal zu Kontroversen, was gut ist, aber auch schlecht sein kann, eben für den Fortschritt. Zusätzlich ist die Konkurrenz immer näher und vor allem auf Ethereum gibt es immer mehr Konkurrenz, auch in die Richtung Interoperabilität. Und dazu muss man sagen, Ethereum ist einfach das größere, schwere, kapitalträchtigere Ökosystem. Danach noch Atom als Security bei der SEC benannt. Das sind alles Punkte, die es aktuell Kosmos schwer machen oder schwer gemacht haben, da weiterhin vorne zu bleiben. Und jetzt hier nochmal ein dickes Zitat von Sakimanian. Kosmos hat, so wie ich denke, maximal ein Jahr Zeit, um etwas Besonderes
und Einzigartiges zu entwickeln und sich so von anderen Blockchains zu unterscheiden. Wie Krypto-Limitierungen zu Fortschritt führen. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen auf die Geschichte, wie es von Bitcoin zu Ethereum zu Cosmos kam. Zum einen hatten wir Bitcoin ein wirklich revolutionäres Thema, wie man ohne Staaten Geld von A nach B schicken kann. Das konnte auch nicht mehr, also Bitcoin kann heutzutage auch nicht mehr. Es wurde vielleicht ein bisschen schneller durch Lightning-Netzwerk, allerdings kann man immer noch nur von A nach B Bitcoin schicken. Ethereum kam dann mit Smart Contracts, eine wirklich heftige Entwicklung für komplexere und flexiblere Aufgaben. Einfach auch wichtig, Smart Contracts ist, glaube ich, mittlerweile der größte Fortschritt in Blockchain-Technologie. Dann kam Solana, Cardano, andere Layer-1-Blockchains, die einfach die Probleme von Ethereum angreifen wollten. Das waren einfach erstens günstigere Gas-Fees und zweitens Skalierung. Und zusätzlich haben viele Bridge-Hacks, weil man damals schon zum Beispiel Solana und Ethereum verbinden wollte, dazu geführt, dass diese gehackt wurden. Und dementsprechend ist das Vertrauen in Bridges die letzten Jahre auf jeden Fall extrem, extrem gesunken. Aber wir wissen alle, dass wir diese Bridges brauchen und deswegen brauchen wir da eine Alternative. Cosmos als Pionier. Hier gehen wir nochmal ein bisschen auf die Punkte ein, warum Cosmos eben so ein Pionier damals war. Cosmos setzte einen Narrativ. Cosmos war was anderes und konnte so sehr stark profitieren vom Startup-Funding in 2019 bis 2021. Damals gab es wirklich sehr, sehr easy Geld für Startups und vor allem Cosmos konnte da ordentlich Funds sammeln. Cosmos SDK war eine Weltneuheit, eine Innovation. Cosmos setzte Grundstein für BNB Chain, Terra und den Cosmos Hub. BNB Chain riesengroß, Terra war riesengroß. Und obwohl Terra kollabiert ist, hat im Endeffekt die Struktur, also die Technologie von Cosmos, nie aufgegeben. Es war einfach die Programmierung von dem Terra Stablecoin, der dazu geführt hat, dass die Blockchain versagt hat. Aber die Technologie war einfach, die war battleproof. Ja? Also da ist nichts passiert, was die Technik angeht. Und es war auch damals nachhaltig. Es war die erste nachhaltige Blockchain mit dem Proof of Stake, der super funktioniert. Dementsprechend war auch das ein Narrativ, der damals Cosmos sehr weit nach vorne gebracht hat. Und jetzt gehen wir mal einzeln auf die Probleme ein. Als allererstes, das größte Problem ist, glaube ich, Terra. Wenn jetzt Terra immer noch stehen würde, würden wir wahrscheinlich auch Bitcoin noch bei anderen Preisen sehen und allgemein wäre wahrscheinlich der Pullback nicht so krass gewesen. In Mai 2022 fiel der US-Stablecoin von einem Dollar auf unter einem Cent. Und dieses Ökosystem war riesengroß. In wenigen Tagen wurden 40 Milliarden Dollar aufgelöst. Einfach weg. Und auch Osmosis, die größte DEX in Cosmos, hat stark gelitten. Wir haben 1,7 Milliarden Dollar auf 150 Millionen nach dem UST-Kollaps. Das heißt, über 1,5 Milliarden Dollar sind einfach an Liquidität verschwunden. Weniger Liquidität sorgt auch immer dafür, dass es weniger Entwicklung gibt, denn die Entwickler suchen sich immer das Ökosystem, wo am meisten Liquidität ist, damit eben auch mit viel Volumen die Applikationen genutzt werden können. Und dann gibt es auch weitere Konkurrenz, einmal mit Shared Security und IBC. Das ist nicht mehr so krass, wie es früher mal war. Proof of Stake ist ebenfalls nicht mehr so eine Neuheit. Ich meine, guck dir Ethereum an, das ist mittlerweile auch Proof of Stake. Eigenlayer macht ICS auf Ethereum. Das heißt, da gibt es mittlerweile auch so eine Möglichkeit, Shared Security zu nutzen über Ethereum. Rollups sorgen weiter für Entwicklung auf Ethereum. Rollups bieten mittlerweile ähnliche Funktionen wie das Cosmos SDK. Das heißt, du kannst mit Hilfe von Rollups relativ easy eigene Chains machen. Aber es sind eben keine eigenen Chains, sondern Rollups. Und zwei der größten Börsen haben auf das OP Stack Toolkit zurückgegriffen für ihre eigenen Rollup, zum Beispiel Coinbase und Mantle usen eben den OP Stack. Und das ist im Endeffekt so ein Toolkit von Optimism. Und ja, genau, es ist wie gesagt aber ein Rollup, keine richtige eigene Chain, das müssen wir nochmal unterscheiden. Und darüber müssen wir jetzt nämlich nochmal sprechen. Zwischen den App-Chains und Interoperabilität ist nämlich nochmal ein riesengroßer Unterschied. Und zwar bietet Cosmos weiterhin Interoperabilität und App-Chains. Dementsprechend hat Cosmos weiterhin gute Karten durch DYDX, die eine eigene Chain launchen wollen. Hoffnung auf Liquidität durch DYDX. Nicht nur bringt DYDX wahrscheinlich eine Menge User rein. Zusätzlich ist DYDX auch noch einer der größten Nutzer von USDC. Dementsprechend hat Circle, der Herausgeber von USDC, auch gesagt, ey, wir bringen native USDC nach Cosmos. Zu dem Thema gibt es auch schon einige Videos auf meinem Kanal. Gerne da vorbeischauen. Weiterhin bleibt Cosmos SDK einfacher und flexibler. Obwohl wir jetzt mittlerweile diese OP-Stack-Toolkits haben, ist Cosmos SDK immer noch einfacher und einfach eine breitere Funktionalität. Ethereum-Toolkits bringen Interoperabilität, sind aber keine App-Chains. Und hier auch nochmal ein Zitat von Sakimanian. Es gibt Interoperabilität und es gibt App-Chains. Das, was DYDX auf ihrer eigenen App-Chain umsetzen kann, hätte man niemals so genau auf einem Ethereum-Toolkit schaffen können. Da seht ihr, App-Chains sind weiterhin viel höher gelegen als ganz normale OP-Toolkits.
Rollups. Dementsprechend sind das weiterhin auch gute Nachrichten für Cosmos. Und jetzt mal, wo geht die Reise hin? Cosmos mit weiterem Gegenwind. Zu einem wurde eben Atom als Security benannt von der SEC, aber auch andere Projekte wurden da benannt. Vielleicht das größte Problem ist die Community selbst. Da gibt es wirklich wieder sehr kontroverse Meinungen. Wir haben eben die Möglichkeit, durch Governance alles abzustimmen. Und manchmal sind dann eben die schlechten Meinungen die lautesten. Ich meine, das haben wir auch oft im normalen Leben. Jaquan, wieder bei Ignite, ist eine kontroverse Person, die auch damals dafür gesorgt hat, dass Atom 2.0 abgelehnt wurde durch seine eigene Chain, dass sie da einen fetteren Airdrop bekommen. Mittlerweile habe ich selber noch nichts gehört von Noland. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Fehlende Struktur bei Cosmos im Vergleich zu anderen Projekten. Wir haben zum Beispiel bei AVAX haben wir eine Foundation, die dafür sorgt, dass die Entwicklung in eine Richtung geht und das immer weiter, immer weiter. Und bei Cosmos ist es eben so, dass alles sehr dezentral ist, immer sehr gespalten ist und dementsprechend ist eben die Struktur nicht da, die dafür sorgt, dass man mit einem Weg vorausgeht. Buchmann sagt ebenfalls, Community hat Entwicklung verlangsamt. Die VoidX wollen nicht mit Cosmos assoziiert werden, aber das einfach nur, weil die Nutzer von VoidX nicht wissen müssen, auf welcher Chain sie sind, sondern sie sollen einfach nur das Protokoll DYDX nutzen, egal wo es ist. Und somit kommen wir auch schon zum Fazit und das ist benannt als das Experiment Cosmos. Cosmos hat von Anfang an dezentral und mit Abstimmungsrecht gearbeitet und war damit auch der einzige im ganzen Crypto-Space. Sollte Cosmos es schaffen, sich durchzusetzen, wird Cosmos Geschichte schreiben als Projekt, welches von Anfang an dezentral und durch Leidenschaft es an die Spitze geschafft hat. Die Frage ist, wird Cosmos für sein Toolkit existieren, also für das Cosmos SDK, oder den Aufschwung zu etwas Großem schaffen? Nach diesem Fazit will ich jetzt euch nochmal kurz ein paar Insights geben, wo CoinDesk vielleicht hätte noch besser arbeiten können. Zum einen haben wir mittlerweile Shared Security und da wirklich auch große Projekte. Wir dürfen nicht vergessen, dass Neutron von Lido Finance gebaut wird. Dementsprechend will Lido Finance natürlich auch in Cosmos weiter expandieren. Und Lido Finance, gucken wir mal an, ist das größte DeFi-Projekt in ganz Krypto. Dementsprechend denke ich, dass CoinDesk da an manchen Punkten ein bisschen mehr Arbeit reinstecken hätte können. Aber auch hier ein bisschen Gegenwind ist mal nicht schlecht, um eine andere Meinung zu hören. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das ganze Cosmos-Thema seht. Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass Cosmos es schaffen wird, in den nächsten 6 bis 12 Monaten da was richtig Geiles zu schaffen und nicht nur für das Toolkit zu existieren. Dementsprechend lasst mir immer ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.